Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um den Zusammenhang zwischen Blende, Verschlusszeit und ISO-Werte. Die drei Begriffe werden euch immer wieder begegnen, wenn ihr euch mit der Fotografie auseinandersetzt. Und zunächst einmal geht es darum, was ist das überhaupt? Naja, bei Blendenwerten, die werden oft als Werte mit einem F davor bezeichnet, zum Beispiel F2.8, F8, F11. Die kann man hier auch auf der Kameralinse sehen. Und im Wesentlichen ist es so, wenn man hier reinschaut und man ändert den Blendenwert von jetzt F2.8, also ganz weit offen, zu einem Wert wie zum Beispiel, lass mal sehen, F8, das ist dann ziemlich weit geschlossen. Je nachdem, welche Einstellung man hat, kann man eine andere Bildwirkung erzeugen, dazu gibt es aber mehr in einem anderen Video. Verschlusszeit. Was versteht man darunter? Verschlusszeit ist die Zeit, in der das Bild aufgenommen wird. Man kann sich das so vorstellen, man hat den Bildsensor und während der Zeit der Aufnahme gleitet über den Bildsensor ein Schirm, der ihn dann ganz zumacht. Die Zeit, in der Licht auf den Sensor fällt, ist ganz einfach die Verschlusszeit und auch über deren Einstellung kann man verschiedene Effekte erzielen. Dazu auch mehr in einem anderen Video. Und zuletzt gibt es da noch die ISO-Empfindlichkeit. Die ISO-Empfindlichkeit kann man sich so vorstellen, indem man an die analogen Kameras von früher denkt. Da hatte man einen Film. Die Grobheit bzw. die Feinheit des Films wurde mit der ISO-Zahl beschrieben. Ein besonders feiner Film, der sehr viele Details mit sich bringt, hatte zum Beispiel ISO 100. Und ein grobkörniger Film, der allerdings wesentlich mehr Licht aufnehmen kann, zum Beispiel für Aufnahmen in Gebäuden, war dann zum Beispiel bei ISO 400. Also halten wir fest, ISO 100 bei guten Lichtbedingungen, wenn man sehr viele Details haben möchte und höhere ISO-Werte, wenn wir einfach Lichtempfindlichkeit für unseren Sensor brauchen. So, wofür braucht man diese drei Begriffe eigentlich? Naja, diese drei Faktoren müssen in der richtigen Konstellation eingestellt sein, um ein Bild korrekt zu belichten. Heißt, dass die Hauttöne echt wirken, dass die Bäume so aussehen, wie sie eigentlich ausgesehen haben. Und dass einfach auch die vollen Bildinformationen vorhanden sind, beziehungsweise die Informationen, die man haben möchte. Inwieweit das beeinflussen kann, das blende ich euch einmal ein. Und zwar sehen wir, bei den Blendenstufen gibt es Blendenstufen, zum Beispiel sehr große Offenblenden, wie 1.4, 2.0, 2.8 ist auch noch recht lichtstark. Dann haben wir geschlossenere Blenden wie 4.0, 5, 6, 8 und dann richtig geschlossene wie F11, F16 und so weiter. Dazu kann man sagen, kleine Blendenzahl wie 1.4 heißt große Blende, viel Licht kommt auf den Sensor. Geschlossene Blende wie 11 heißt wenig Licht kommt auf den Sensor. Die Verschlusszeiten könnte man sagen, zum Beispiel ein 1/8, ein 1/4 sind sehr schnelle Verschlusszeiten. Und zum Beispiel 30 Sekunden, 5 Sekunden sind langsame Verschlusszeiten. Oder sehr lange Verschlusszeiten. Das kann man sich so vorstellen. Bei einer langsamen Verschlusszeit von zum Beispiel 5 oder 10 Sekunden kommt viel Licht auf den Sensor, das heißt, so bekommt man viel Licht aufs Bild. Und bei einer schnellen Verschlusszeit wie ein 1/4 zum Beispiel bekommt man relativ wenig Licht ins Bild. Und zuletzt noch die ISO-Werte. Also gängige ISO-Werte sind 50, 100, 200, 400, 800 und so weiter. Und moderne Kameras können 50.000 oder wahrscheinlich sogar schon 100.000 inzwischen. Ich habe selber eine A6000. Und die macht im normalen Modus bei 25.000 Schluss. Dass das allerdings nicht sinnvoll ist, dazu komme ich in einem anderen Video. Diese hohen ISO-Werte. Was hilft uns das dann? Nun ja, wenn wir zum Beispiel eine konstante Blende bei unserem Objektiv eingestellt haben, meinetwegen F4.0, dann haben wir zwei Optionen, die Belichtung anzupassen. Wir können unseren ISO-Wert verändern und wir können unsere Verschlusszeit verändern. So. Und es ist nun mal so, die Kamera sucht sich ja ab Werk dann schon passende Einstellungen raus, um das Bild nach ihrem Belichtungssensor korrekt zu belichten. Man kann jetzt aber trotzdem sagen, will ich den ISO-Wert ändern, zum Beispiel von 200 auf 400, dann nimmt man quasi, da gibt man dem Bild die doppelte Lichtstärke, also man kriegt auf einmal doppelt so viel Licht rein und folglich muss man, wenn das Bild weiterhin so belichtet werden soll, mit der Verschlusszeit runter, zum Beispiel von 1/1000 auf 1/2000. Also immer Verhältnis zueinander. Und das gleiche hat man auch bei einer konstanten Verschlusszeit. Wenn man da dann einen höheren ISO-Wert wählt, muss man die Blende dementsprechend zumachen, da sonst einfach sehr viel mehr Licht aufs Bild kommt. Schlussfolgerung. Blendenpriorität, Zeitpriorität oder der manuelle Modus
bedeuten im Endeffekt, dass man bei der Blendenpriorität die Blende fix vorgibt und die anderen beiden Werte sich anpassen können. Beziehungsweise Zeitpriorität, in der man die Zeit einstellt und die anderen Werte sich anpassen können. Das ist in der Hinsicht wichtig, da man mit unterschiedlichen Blenden und unterschiedlichen Verschlusszeiten die Bildwirkung stark verändern kann. Sprich zum Beispiel, eine sehr große offene Blende heißt sehr geringe Tiefenschärfe. Sprich, man kann das Objektiv sehr gut vom Hintergrund freistellen, also Motiv scharf, Hintergrund unscharf. Während man bei niedrigen Blenden wie F8 zum Beispiel eine sehr hohe Tiefenschärfe hat und das ganze Bild auch scharf abbilden könnte. Mit Verschlusszeiten kann man genauso eine Wirkung erzielen. Mit sehr schnellen Verschlusszeiten kann man zum Beispiel Motive einfrieren, während man mit langsamen Verschlusszeiten wie 5 Sekunden zum Beispiel das Bild verschwommen lassen kann oder Wasser verschwimmen lassen kann zum Beispiel. Generell ist die ISO meist recht flexibel zu halten, allerdings sollte man im Auge behalten, je höher die ISO, also Lichtempfindlichkeit geht, desto mehr Details gehen verloren und das Bild beginnt zu rauschen. Und außerdem noch eine kleine Anmerkung zum Thema Blenden. Wenn man zum Beispiel ein Objektiv mit Blende 1.4 hat, spricht man oft von einem schnellen Objektiv bzw. einer schnellen Blende, denn das bedeutet, das Licht kann viel Licht ins Objektiv einfassen. Das bedeutet, man kann bei gleichem ISO-Wert schnellere Verschlusszeit wählen als bei einer geschlossenen Blende wie zum Beispiel Blende 4. So, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Sollte es euch gefallen haben, lasst ein Like da. Solltet ihr Fragen haben, lasst einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao!